Hey ho, hier ist wieder euer Beitkrieger. Es geht weiter mit Let's Play Minecraft Multiplayer. Jo, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zaubertisch. Dafür fehlen uns, glaube ich, noch Diamanten. Ich habe leider immer noch keinen Diamant gefunden, komischerweise, weil ich war noch mal 2 Stunden farmen. Das war leider nichts. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Verzauberungssachen. Wie wir da am schnellsten leveln, habe ich auch schon eine Idee. Naja, was mache ich denn hier? Ich habe dieses Autospray jetzt schon wieder an. Gleich mal ausmachen. Jedes Mal, wenn man die Version wechselt, ist es wieder zurückgesetzt, die Einstellung. Finde ich irgendwie blöd. Da ich ja auch auf der 1.8.9 spiele. Oder hauptsächlich halt auf der 1.8.9. Ja. Auf jeden Fall soll es da drüben irgendwo so eine kleine Mine geben oder irgendeinen Eingang. Da war ich auch schon mal. Und da kann man wohl ganz super farmen. Und es soll da wohl ganz gut gehen. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wo das war. Ich glaube, das war hier. Ja, hier geht's runter. Da wurde nämlich was Schönes gebaut. Die haben da nämlich einen Spawner gefunden. Und hier ist ein Skelett-Spawner. Das ist ziemlich cool. Jo. Hier muss man allerdings gut aufpassen, weil hier könnten immer mal wieder Monster sein. Ihr seht es ja hier. Ich versuche gerade mal die Creeper zu beseitigen, bevor er uns in die Luft sprengt. Oje. Vielleicht nicht die beste Idee. Ich habe das letzte Mal da schon ziemlich viel gesprengt. Was mache ich jetzt? Wir brauchen Pfeile. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile und einen Bogen, dann kann ich nämlich von der Entfernung her killen. Ohne Gefahr laufen zu müssen, dass hier irgendwas passiert. Wo kriegen wir Pfeile her? Ich glaube, ich hätte sogar bei mir daheim noch welche gehabt. Vielleicht sollte ich die noch vorher holen. Oh, wäre eine ganz gute Idee. Ja, die hole ich einfach schnell noch. Kann ich hier nicht drauf springen? Doch. Dachte ich mir doch, dass das gehen müsste. Sieht mit dem Texture Pack irgendwie richtig cool aus hier. Oh. Nicht so lange unter Wasser bleiben, weil sonst sind wir etwas, am Ersaufen. Ja. Auch nicht wundern, wenn ich mich hier mal ein bisschen öfters räusper. Ich war nämlich jetzt einige Zeit krank. Und ja. Schauen wir mal, hier müssten ja Pfeile sein. Bogen haben wir schon mal. Hier haben wir noch einen. Und Pfeile brauchen wir. Pfeile. Wo sind Pfeile? Sind hier noch irgendwo Pfeile? 2 Pfeile. Die werden uns nicht sehr viel bringen. Ich glaube, aus Stöcken und Federn können wir Pfeile machen. Glaube ich zumindest. Na, wie ging da das Pfeile? Kann man nicht die Pfeile auch craften? Ja, Pfeile. Ah, da braucht man Feuersteine dafür. Wäre mein Mikro wieder fast umgekippt. Das ist auch im Moment nicht so die beste Lösung. Ich habe nämlich das SC440 Mikro von T-Bone. Und es fällt mir daran um, weil ich so ein ziemlich schlechtes Tischstativ habe. Ich hatte davor den Millennium 2000, glaube ich, hieß der. Das ist ein Mikrofonarm zum Aufstellen. Hat aber leider nicht ganz funktioniert, weil der sehr, sehr billig verarbeitet wurde und die Schrauben kaputt gegangen sind. Und jetzt habe ich ein neues Mikrofon bestellt. Und auch einen neuen Mikrofonarm. Ja. Das wird ziemlich interessant werden, weil ich habe nämlich das rote NT1A bestellt. Und ich habe den passenden Mikrofonarm dazu bestellt, den PSA1, glaube ich, heißt er.
Es sollte nächste Woche Dienstag, Mittwoch ankommen. Bin mal sehr gespannt, wie dieses Mikrofon im Vergleich zu dem jetzigen klingen wird. Und von der Stabilität, ob das auch ein bisschen sicherer dann ist. Weil der wird ja dann am Tisch festgemacht und der, was ich jetzt habe, steht ja quasi nur auf dem Tisch drauf. Wo ist denn der Creeper jetzt hin? Will ich in die Luft gesprengt werden? Nein, das möchte ich nicht. Schlimmer wäre es, wenn ich hier was in die Luft sprenge. Das habe ich nämlich das letzte Mal hier gemacht. Hier habe ich was gesprengt versehentlich. Jetzt ist es natürlich nicht meins. Hier liegt ein Schleimball. Okay. Wir haben sie aber auch gut ausgebaut. Hier könnt ihr natürlich jederzeit was spawnen. Da muss man echt aufpassen. Aber so kriegen wir einiges an Level. Das ist ganz cool, finde ich. War eine gute Idee. Durch diese große Fläche spawnen hier quasi die Sachen dann. Aber ich glaube, die haben da was ganz anderes vorgehabt. Ich habe jetzt die letzten paar Videos nicht gesehen. Muss ich mal nachschauen, was sie da gemacht haben. Ich glaube, hier ist gar nicht mehr so schlimm, wenn wir was sprengen. Ja, dick in die Luft. Gönn ich dir. So. Ja. Wir haben sie aber auch nicht alles abgefahren. Ja. Naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Zeit nutzen hier. Werde mir hier ein paar Level aneignen. Und versuchen, Diamanten zu finden. Ich denke, ich mache das da vorne. Da ist ja dieses Skelett-Spawner. Wenn ich mich oben hinstelle, fallen die alle da runter. Einen Mob-Remover gibt es ja hier nicht. Zumindest soweit ich weiß. Dann muss ich gleich mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich da die Rechte habe, ob das LAN-gesteuert geschützt ist. Moment, ich schau mal. LAN-Pins. So, glaube ich. Hä? Oder irgendwie konnte man da mal nachschauen. Aber ich glaube, es gibt keinen Mob-Remover hier. Ich werde mich jetzt da mal hinstellen. Sagt zu euch wieder auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet da auf jeden Fall morgen wieder ein. Morgen gibt es dann eine neue Folge. Ich werde noch ein bisschen Skelette farmen, ein bisschen XP sammeln und hier noch einen Diamanten suchen. Vielleicht finde ich ja jetzt einen. Bis dahin. Ciao, ciao.